So, liebe Musicsnow TV-Zuschauer, wir sind jetzt hier im Superboost 2018 in Berlin und zwar auf dem Weg in irgendeinem Kabuff, ganz weit weg von den eigentlichen Ständen und zwar, weil uns eine Weltneuheit präsentiert wird und zwar von Behringer, ein Synthesizer, Drumcomputer, wir werden mal sehen, was sie uns zeigen, also noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht und wir sind jetzt hier, ja, im Hinterhof, würde man sagen, irgendwo Bahnhof hinter der Haltestelle. Ja, gar kein Problem. Hier wird gerade mal was aufgebaut vom Erik von Behringer und es wird sozusagen, können wir schon ein bisschen sehen, und zwar ein MS-101. Das ist sozusagen eine Weltneuheit. Darauf haben wahrscheinlich schon ganz viele gewartet, aber keiner konnte sich vorstellen, was es dann am Ende dann sein wird. Richtig. Erik, jetzt sind wir hier. Es gibt sozusagen kein Glamour drumherum und sozusagen in der dunklen Ecke zeigst du uns mal eigentlich das neueste Produkt. Genau. Was ist das? Das ist der Behringer MS-101, der ein Nachbau eines ebenfalls bekannten Synthesizers aus den 80ern ist. Wir haben das System nahezu komplett übernommen und haben dem Ganzen einen interessanten und sehr leistungsfähigen Sequencer gegeben. Zusätzlich zu dem Sequencer haben wir Frequenzmodulation eingebaut. Das Gerät basiert auf den 3340 Oszillatoren und deswegen gibt es natürlich an diesen Oszillatoren-Chips den FM-Eingang und ja, dann liegt es natürlich nahe, eine FM-Funktion hinzuzugeben. Ja, und besides das, es ist genau das gleiche Design wie das Original, klingt auch genau gleich und es macht einfach Spaß, einfach ein super Gerät. Was war die Idee dahinter, das nochmal so aufzulegen? Ist es so der Puls der Zeit, ne? Synthesizer aus den alten Zeiten nochmal wieder aufleben zu lassen? Ja. Der Modularmarkt, der immer größer wird und ganz viele Musiker sozusagen inspiriert? Ja, also prinzipiell ist es natürlich wie mit den anderen Reissues, die wir durchführen, dass es einfach extrem viele Menschen, junge Menschen wie alte Menschen gibt, die Bock haben, diese alten Synthesizer zu besitzen. Und ein originaler SH-101 ist momentan so bei 1200 Euro oder sowas, was natürlich für viele Leute schon weit, weit weg von dem ist, was im Budget ist. Und ja, deswegen dachten wir uns, geben wir auch diesen Menschen die Chance und teilen die Passion, die wir haben, mit diesen Menschen. Und ja, there it is. Jetzt habe ich ihn schon ein bisschen in die Hand nehmen dürfen. Das ist unfassbar stabil und wirklich solide, wirklich. Ja. Ist auch nicht, ist nicht ein Leichtgewicht, ja. Ist richtig, noch tragbar, aber das ist schon super solide verbaut. Wie sieht das Innenleben aus? Ja, ist natürlich alles komplett analog, bis auf den Sequencer, versteht sich. Und wir nutzen viel SMD, moderne Technologie. Allerdings, wie gesagt, wir versuchen sehr akkurat die Schaltpläne nachzugestalten, um natürlich den Sound vom Original zu treffen. Ja, und innen drin, wie du schon gesagt hast, ist alles super solid, stabile Plastik, eine gute Keymac und wirklich eine lohnenswerte Investition. Auf jeden Fall. Gibt es denn schon eine Idee, wann es auslieferbar ist? Das Ganze ist wie mit allen anderen Synthesizern, die wir auf der Superboof präsentieren. Wir werden 2018 in den Verkauf gehen. Okay. Und ein genaues Datum kann ich leider noch nicht sagen, da alles sehr, sehr dramatisch ist momentan und wir eine riesengroße Nachfrage haben. Ja, ja, deshalb stehen wir jetzt auch hier, ne, weil vorne drängen sich schon die ganzen Besucher vom Superbooth hier in Berlin. Die haben uns wahrscheinlich aus der Hand gerissen. Auf jeden Fall. Also ich finde es sehr nett. Ich hoffe, du behältst deinen Job, ja, ne, dass wir so exklusiv eine private Audienz bekommen. Ja. Das heißt, wir können auch noch nicht über den Preis sprechen. Wir können noch nicht über den Preis sprechen, aber ich nutze ein Zitat. It is jaw-dropping.
Okay, also ich bin sicher, all das, was aus dem Hause Behringer in den letzten Jahren rauskam, war alles immer fantastisch von der Qualität, vom Preis, affordable, ja. würde ja. sozusagen der Richtig. Engländer sagen. Ne? Alles bezahlbar und zu fantastischen Preisen und guten Qualitäten. Ja, da bin ich mal gespannt. Er wird trotzdem auch so heißen, da wird sich nichts ändern, MS-101, ja, das wird der Name sein. Monosynthesizer genau. 101, ja, richtig. Und wird noch 2018 kommen. Ja. Also ich darf das nicht mitnehmen als Sample, leider zurück nach nicht. Köln oder leider so, dass nicht. Man so die Ersten wären, die was präsentieren können. Okay. Das wäre natürlich schön, aber das ist leider verneinen. Das bedeutet, wir packen ihn jetzt gleich wieder ein. Ja. Ich darf noch einmal Hand anlegen und dann wird es Ende des Jahres, ich hoffe noch vor dem Weihnachtsgeschäft soweit sein, dass wir den MS-101 aus dem Hause Behringer bei uns begrüßen dürfen. Genau, ich hoffe doch auch, dass das der Fall ist. Alles klar. Vielen herzlichen Dank, Erik, für deine Kooperation. Jetzt gehen wir nämlich gleich nochmal an den Stand nach vorne und packen jetzt den MS-101 wieder ein. Weil es ist halt geheim. Danke sehr soweit. Alles weitere wie immer auf musicstore.de. Ciao. Ciao.